Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Im Rahmen der Serie App Center möchte ich euch heute zeigen, wie ihr Exceptions an das App Center senden könnt. Viel Spaß dabei! Bei Visual Studio App Center oder auch kurz App Center handelt es sich um eine Sammlung von verschiedenen Diensten, welche bei der Entwicklung einer mobilen App hilfreich sind. So lässt sich die App entsprechend mit App Center bauen oder auch automatisiert testen. Darüber hinaus gibt es eine Option zum Bereitstellen der App für verschiedene Plattformen. Sobald die App in den jeweiligen Stores veröffentlicht wurde, kann man auch Analysedaten oder Informationen über App-Abstürze einsehen und entsprechend seine App verbessern. Dieses Video ist ein Teil einer kleinen Videoserie. Im ersten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr einen kostenlosen App Center Account anlegen könnt und wir haben App Center in unsere Android-Version integriert. Damit können wir bereits allgemeine Daten zur Verwendung der App in App Center einsehen. Im zweiten Teil haben wir das Ganze erweitert, sodass wir auch eigene Events in der App erfassen können. Im dritten und bisher letzten Video haben wir uns darum gekümmert, dass Abstürze der App erfasst werden. Alle Videos sind auch noch einmal in der Videobeschreibung aufgeführt. In diesem Video wollen wir uns nun anschauen, wie wir Exceptions, welche in der App gefangen werden, an das App Center senden können. Zwar stürzt die App in diesem Fall nicht ab, aber es ist trotzdem ein Zustand entstanden, welchen man eigentlich nicht haben möchte. Zunächst öffne ich unser Beispiel Xamarin Forms Projekt in Visual Studio. Auf der Mainpage habe ich einen weiteren Button hinzugefügt und den passenden Klickhändler implementiert. In dem Click-Event des Buttons ergänzen wir nun den folgenden Code. Damit haben wir bereits ein erstes Beispiel fertig und können uns das Ganze in der App anschauen. Ich habe die App bereits auf mein Smartphone deployed. Wenn wir nun die App starten und auf den Exception-Button drücken, dann sehen wir, dass innerhalb der App nichts passiert. Aber wechseln wir nun ins App Center. Dort finden wir unter dem Eintrag Diagnostics einen passenden Eintrag mit weiteren Informationen. In diesem Video habe ich euch gezeigt, wie ihr gefangene Exceptions mit der Hilfe von App Center tracken und erfassen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und seid doch auch beim nächsten Video wieder mit dabei.